Yo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Röp hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ich hab vergessen, mit dem Cursor wie ein Bekloppter rumzuirren. Ja, wir sind in Kapitel 7, der Kampf in Barrios, das Wüstenduell mit Maximilian. Ja, fangen wir direkt an. Und das wird ein Spaß, ich weiß genau, diese Level, die hatte es in sich. Wir kämpfen ja immerhin gegen den Anführer des Imperiums. Der oberste Typ, der ganz oben ist. So. Ja, der gegnerische Kommandant Maximilian macht unsere ist auf dem Weg zu unserer Basis mit einem massiven Tank. Panzer. Es ist auf jeden Fall von Bedeutung, dass wir ihn stoppen, bevor er uns erreicht. Da lang geht er. Ja, unsere Aufgabe ist die Zerstörung des Panzers, so sag ich mal, Tank. Es ist mit Maschinengewehren auf beiden Seiten ausgerüstet, also macht euch darauf gefasst. Macht euch auf ein gnadenloses Feuer gefasst. Alter der Abstand, benutzt unsere Anti-Panzer-Einheiten und um diese Maschinengewehre auseinanderzunehmen. Einer nach dem anderen. Entschuldigung. Es hat außerdem eine sehr große Large-Kaliber-Kanonen, die vorne und hinten, die aber nicht zerstört werden können. Und das ist die Reichweite, ja. Die werden alles abschießen, was in Reichweite ist, also sollten wir unsere Einheiten aus dem Weg halten. Ja, und die, wir verlieren ist immer das gleiche, ne? Welchen stirbt, welcher stirbt. So. Und der Panzer fängt vom Anfang des Falls hier oben irgendwo an. Das heißt, ich hole alle meine Anti-Panzer-Einheiten. Oder nee. Ich nehme mir noch einen Ingenieur, der dann die mit Ausrüstung versorgen kann. Also mit, mit Raketen. Dann tue ich hier noch leisten, genau. Und was noch? Natürlich noch alle Corporals und so. Alicia und Rosie, du kommst dahin. Noch einen, wen haben wir noch nicht gehabt? Fraser. Und ein Scharfschützen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind, deswegen. Ich nehme einfach mal an, dass hier viele Einheiten noch brecken werden, deswegen nehme ich mir erstmal, obwohl doch, ich nehme ja hier, komm. Ja, wird schon gehen. Deploy! Ha! Okay. Wir haben jetzt mit einem riesigen Panzer zu tun. Wir werden gleich sehen, wie riesig der ist. Mein Gott, ist der riesig. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das ist ein sehr gefährliches Level. Wir müssen aufpassen. Wir müssen alles geben. Das weiß ich, wie ich das Aufladekabel gerade rausgenommen habe. Und es kommt wieder mein Dauergast hier, der immer sagt, ja, du hast nicht so viel Akku auf deinen Controller. Und so weiter. Yeah. Ihn haben wir ja auch noch, stimmt. Ich dumm. So, da ist er. Gariak, Mirgai, Kono Ogata Sensho, Yerubiru no Yushi. Das hört sich echt jetzt an wie Lusch. Batumis. Er ist sich sehr siegsicher. Aber wir werden ja sehen. Dat Tank! あの重装甲だと俺の対戦車装でもおそらく貫通しねえな。あの巨大な手法が気になる。
Ach. Okay. Alicia versucht diesmal nicht zu verrecken. Okay, ich weiß nicht. Mit was fangen wir denn an? Ich gucke mir erstmal an, was für Leute hier da oben noch sind. Wo gucke ich mal das Ding an, ne? Die Batum ist. Ich könnte da hinten mal einen töten. Das ist ein Shocktrooper. Komm! Das gibt's nicht. Meine Sniper, ne? Die sind sowas von nutzlos. So, erstmal hier in Deckung gehen. Hier geht's ganz weit entfernt. Ich hätte vielleicht einige Leute nicht eben packen sollen und erst später hierhin packen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Da ist ein Scharfschütze, leckt mich an. Um den kümmert sich Rosie. Lass mir den Panzer erstmal außen vor. So. Hi. Na? Zack! Ja, der ist weg. So, und jeder, der sich nähert, ist jetzt dran. Ja, und ihr bewegt euch mal ganz schnell da weg. Okay. Ich weiß nicht, haben wir jetzt auch mehr Reichweite bekommen mit der Zeit? Da kann ich irgendjemanden schon töten. Mal gucken. Verdammt. Au, 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 au. Oder auch nicht. Ha. Okay. Tintin. Erstmal will ich die ganzen Leute hier wegmachen, weil... Oh Gott, wie viele Sachen uns abknallen können. Oh. Alicia, dich nicht drauf gehen, ne? Ich weiß, das ist so eins deiner geheimen Hobbys, aber... Ah. Das ist auch ein Shocktrooper. Aber den Scout, den müsste ich ja wohl kriegen, ne? Ma, hättest du den anderen nicht auch treffen können? Ne, bis dahin schafft sie es nicht, ne? So, wer einer knallt uns beiden ab, ne? Wir sind dran. So, jetzt ein bisschen hier. Ich würde mich ehrlich gesagt erstmal... Kann ich die nicht da auch treffen von hier aus? Hm. Von hier aus treffe ich die nicht, ne? Schade. Okay, ich weiß noch nicht. Ich bin unentschlossen. Das Ding können wir nicht kaputt machen, oder? Nee. Toll, ich sehe überhaupt nichts von denen. Doch, hier. Ah, ich habe da Maschinengewehr genommen, ich Idiot. Geh bitte so. Danke. Waken. Waken. Mein Gott, wie fährst du denn, Waken? Ich habe mit dem Maschinengewehr geschossen. Ich halte es nicht aus. Okay, Lago. Mach es besser. Deswegen wurde auch kein Schaden angezeigt, ey. Immer schön die Dinge abschießen hier. Eins nach dem anderen. John, du auch. Na, Lago, Schnucki. Und zack. So. Ich kann mit jedem von denen noch einmal schießen. Oh fuck. Macht er jetzt mehr Schaden? Nee.
Ja, es war so klar. Es kann auch nicht einfach gehen, ne? Es muss immer mehrere Versuche sein, ne? Komm schon, Jan. Unglaubliche Jan gibt noch nicht auf. Jawohl. Eins kaputt. So, das war schon mal eins. Ich wiederhole, eins. Da sind noch fünf Stück. Und drei Einheiten. Ich hoffe ja, die kommen auf uns zu, damit wir die kaputt hauen. Weil das wäre, glaube ich, einfacher. Da sind drauf. Okay, es muss aber keine Gefahr sein, eigentlich. Zu erwecken, oder? Ist gut gemeint, aber bringt nichts. Das Monster wartet auf unsere Camps abgesehen. Jawohl. Jawohl, gut so. Ahaha. Mixer. Los, stirb. Das war gut. Komm schon nochmal. Obwohl, lieber nicht. Komm, dich kriegen wir auch. Ja, wie die schon kaputt gehen. Jetzt habe ich den anderen getroffen und der hat seinen Zug beendet. So, willst du jetzt bitte schon von da machen, ne? Wenn nur ein Panzer und der ist ganz schön beschissen platziert von eurer Sicht aus. Basu, Basu. So, jetzt muss ich mir wahrscheinlich jedes. Au. Ich dachte eigentlich, ich wäre da versteckt. Jetzt muss ich mir da jedes einzelne Geschütz angucken. Wie es irgendwie, ey, nicht auf Herbert. Was hat der Herbert denn getan? Nein, ich schon wieder Fraser. Fresia, was weiß ich. So, und die sind jetzt perfekt für Dingens platziert, für Alice. Okay. Ich hätte gern das Geschütz, was es, welches es auf Dingens abgesehen hat. Auf. Es ist immer so klar, ne? Ja, toll, jetzt kriege ich da nicht mehr klein auf der Seite. Ja, toll, bringt ja jetzt nichts mehr. Ah. Ich hoffe, die sind irgendwie im Reichweite. Ich glaube nicht, ne? Na? So. Hab ich den anderen auch? Jawohl! Ich habe den getötet. Ich hab's gesehen. So, jetzt du noch. Ich nehme auch noch mit Rosie. Wow, 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 wow. Jawohl. Okay. Jetzt können wir die eigentlich hier erstmal in Sicherheit bringen. Die bringen jetzt nichts mehr. Hm. Die anderen bringen jetzt gar nichts mehr. Jetzt brauche ich nur meine Antipanzer-Einheiten. So, wenn sie jetzt noch einen Schuss mehr hätte und den einen getroffen hätte, wäre gut gewesen. So. Also Reichweite von dem Vieh schon mal. Ich könnte Herbert dahin schicken, aber. Naja, das ist ein ganz schön weiter Weg. You guys, ja. So, ah. Bespritzt mich doch nicht von allen Seiten. So. Den triffst du, ne? Ich verstehe nicht, wie man so daneben schießen kann.
Lago. Die anderen brauche ich jetzt gar nicht. So. Muss jetzt dreimal treffen. Wie kann man so daneben treffen? Ich verstehe das nicht. Letztes Mal, der hat von Kilometer Entfernung, ja, hat der einen anderen Lancer abgeschossen. Und jetzt trifft er nichts. Da, was soll das? Können wir doch nicht sagen, dass ich hier daneben treffe, hallo? Was hat der für eine Verarschung? Danke. So. Oh Gott. Ach, ich habe nur noch einen. Ich dachte. Oh. Okay, Herbert, das ist jetzt vielleicht eine blöde Idee, aber. Oh nein, Herbert. Oh. Wenn die auch getroffen hätten, dann hätte es nicht so einen Munitionsmangel gehabt. Oh mein Gott. Annihilate the enemies, wie er in der englischen Sprachausgabe sagen würde. Da sind aber nur noch die übrig. Was macht er jetzt? Zwei Dinger sind schon fast kaputt. Ist gut gemeint, Welkin, aber das bringt es nicht. Sein Panzer steht. Oh, ich überroll das Camp. Schwein. Ja. やってみます。神殿ポーズの部隊が苦戦している。不思議な力を使う女兵士に手がつけられない。このままでは絶対もやむを得ない状況だ。いや、スーパー。わかりました。こちらはなんとか踏ん張ってみます。よし。戦車の振動場の破片を倒して、少しでも戦車が拠点につくのを遅らせるんだ。 Okay, ja, die sagt jetzt nur noch, dass wir hier die Wände kaputt schießen müssen, um den Pfad von dem Batumissia zu blockieren. Ma. Jetzt schießt er uns auch noch ab. Au. Arsch. Boah, wir gehen ja voll drauf. Ah! Aber du schießt nur mit jedem einmal, ne? Oder gar nicht. Okay, kannst du auch. Okay. Du schaffst, glaube ich, einer deiner Schüsse bringt, glaube ich, so viel wie zwei Lancer-Schüsse, ne? Oh, lass mich doch mal hier durch, lass mich doch mal hier durch. Weil, wenn du jetzt nicht triffst, ne? Ja, ich wusste es. Ey. Was ist das? Alter, Lago könnte jeden Moment drauf gehen, ja. Nein, nicht du. Doch, du. Ma. Ja, ist aber auch ein Pech, ey. Ja, verdammt, ich hätte eigentlich... Hey Marina, was geht? Sie kann ich eigentlich hier? Habe ich nicht einen Order, wo ich sie zurückrufen kann? Healing Request? Nee. Ich meine, das gab es nämlich auch. So, was mache ich jetzt? Du könntest versuchen. Auf jeden Fall erstmal Herbert retten, ne?
Alarmchen, Alarmchen. Jetzt bewege ich ihn erstmal weg, damit Lago nicht stirbt. Oh Gott, Hilfe! Oh mein Gott, nein! Autsch! Ma. Ja, von so einer Entfernung triffst du, ne? Ah. Ich dachte, er konnte jetzt noch mal schießen. Ey, das kann doch nicht so aus dem Ruder laufen hier. Ma. Ich muss erstmal diese scheiß Dinger hier machen. Zack. So, jetzt fühle ich mich gut. Okay, dann muss ich hier mal so ein Ding kaputt machen. Mit Fresia, du hältst das doch jetzt aus, ne? Ihr seht mich nicht. Das Ding ist schon weg, ne? Aber das hier nicht. Ich kann das Ding nämlich hier kaputt machen. Dann fällt es nämlich um, blockiert den Part hier. Von diesem Viech. So, und ich sieht sich jetzt mal zurück. Und ich weiß nicht. Marina würde ich auch aus dem Weg räumen hier erstmal. Schafft es natürlich nicht darüber. Schafft es auch nicht dahin. Egal. Weil sie würde ich dann zurückrufen. Ist vielleicht jetzt auch sehr blöd, was ich hier mache. Aber ja. Oh Gott, ob das gut geht. Ja, verreckt, dann habe ich keinen Kommandopunkt weniger. Natürlich trifft er nicht. So, er darf nicht sterben, weil sonst kann niemand John retten. So, und ob wir die nächste Runde überleben, das sehen wir im nächsten Part. Tschüss!